Ich muss dringend hier Nahrung einlagern wieder. Da du gerade eh etwas überlastet, also ausgelastet bist, machst du das bitte mal für eine Weile. Wir stellen die Nahrung hier auf Maximum. Auch wenn du mir jetzt erstmal Bier lieferst. Du bist hungrig. Oh, es gibt jetzt Nahrung in eurem Haus. Oh, gut, deswegen gehst du home. Okay, du kannst jetzt dann wieder jagen gehen. Im Arbeiterzelt und Pilzsammlerhütte stehen schon eine Weile leer. Oh, du bringst Nahrung, sehr gut. Jetzt kann gekocht werden. Ah, und der Möbel. Fuzzi, sollte mal wieder welche herstellen. Ne, erstmal 9 und dann nochmal 6. Ja, Möbel werden dringend gebraucht. Möbel werden aber auch hergestellt jetzt. Und die letzten beiden Speere werden geholt. Also können wir das Teil einreißen. So, es bleibt jede Menge Holz, ein bisschen Stand, ein bisschen Weizen übrig. Also Zeug, was eigentlich die Bauarbeiter holen sollten zum Bauen. Oh, er fängt jetzt mit dem Gebäude an. Gut. So, man merkt, dass wir wieder Möbel haben. Die Frauen kommen wie in Strömen, um Möbel zu holen. Ach ja. Bier ausrüsten. Bier ausrüsten. Wir haben kein Bier mehr, aber wir können dich befördern. Du kannst die Kaserne schon mal verlassen. Du hast Bier. Ja, und hier wird alles abgeholt. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Wir brauchen aber noch viel mehr. Mach nochmal 7 Stück. Du kannst trainiert werden. Ansonsten läuft alles. So. Kaserne verlassen. Dich mit Bier ausrüsten und die Kaserne verlassen. Bringst du auch eigentlich mal Holz?
So, zwei von euch stationiere ich in meinem Hauptquartier. Zwei weitere von euch schicke ich schon mal nach da oben. So, jetzt hast du die gewünschte Warenmenge hergestellt. Also wirst du wieder Holzfäller. Werkzeugschmiede ist fertig. Töpferei steht schon länger leer, ist aber auch kein Problem. Schwertschmiede ist fertig. Du kannst trainiert werden. Du kannst trainiert werden. Du kannst trainiert werden. So, Bogenmacherei. Da. So, die Straßenverbindung hier ist fertig, das merkt man. Es wäre so schön, wenn Holz reinkommen würde. Und du kriegst noch einen Jungen. Ganz ehrlich, wenn ich mir das so richtig ernst nehme, brauchen wir nicht mal so viele Truppen für den Krieg. Es sind ja auch nicht mal viele Leute unterwegs. Aber bei den Lagerstätten sehen sie aus, als ob sie verteidigt. Nee, halt, das sind Trägerschilde. Wo die Kriegerhalle ist verteidigt. Ich würde ja fast sagen, jetzt müsste ich den Träger wieder zum Bäcker schicken, aber eigentlich muss ich das nicht, weil der Müller sich ums Mehl kümmert und der Bäcker ums Wasser. Und daher sei es kein Problem. Ich wäre nur mal froh drum, wenn er auch mal das Holz bringen würde. So, ich grade mal den Speerträger ab. Lass ihn die Kaserne verlassen. Und stellen als einsame Wache vor unser Haupthaus. Wobei, dich sollte ich eigentlich mit in den Krieg schicken. Wahrscheinlich wirst du als erstes drauf gehen, weil du hast absolut keine guten Stats. Du hast zwar einen höheren Angriffsradius als meine Schwertkämpfer. Ah, das war es auch schon. So, der Junge ist unterwegs, der nachher dann die Schmelzsachen macht.
Oh, jetzt kommt mal Holz mit. Gut. So, gebäudemäßig sind wir fertig. Bis auf den Bogenmacher. Ah, Geschirr müssen wir mal wieder herstellen. So, Schusterei steht zwar schon eine Weile leer, aber Schuhe brauchen wir auch gerade noch keine. Möbel auch nicht. Ja, Eisen kommt auf jeden Fall gut rein. Du kannst trainiert werden mal wieder. Interessant. Ist mir noch nie aufgefallen, dass da ein Eisenklumpen vor der Werkzeugschmiede liegt. So, du machst Bögen. Okay, Bier und Nahrung ist jetzt leer in unserem Haupthaus. Gott, ist unser Haupthaus leer. Pilze haben wir noch ein bisschen, bevor wir wieder den Pilzsammler losschicken müssen. Ja, die Bauarbeiter von den Mayas errichten langsam den Verteidigungsturm wieder. So, du bist der Max. Du kannst trainiert werden. Eisenschmelzer. Oh, du lagerst jetzt Leder hier ein. Du hast Eisenschürfer gelernt. Jetzt wirst du erstmal Rüstungsschmied und danach Schwertschmied. Holz und Eisen ist genug vorhanden. Ach ja, und du ziehst natürlich hier ein. So, drei Bögen hast du gemacht. Also machst du jetzt nur noch acht. Geschirr wird gemacht.